Seid gegrüßt und willkommen zu diesem relativ unmotivierten Wochenstart. Bin nur noch etwas müde, aber allzu viel wird heute eh nicht passieren. Also ich mache heute tatsächlich nur das, was geplant ist. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich Feierabend habe. Ja, ich bin nämlich schon wieder seit um 1 unterwegs. Bin erstmal nach mit weitergefahren, leeren Auflieger abgestellt, vorgeladenen mitgenommen. Und dann war ich eben noch in Oberkrämer und habe dann dort noch den Stapel abgeholt, den ich letzte Woche bei, ja, ich sag mal, bei einer befreundeten Spedition abgestellt habe oder abstellen sollte, laut meinem Disponenten. Weil ich habe letzte Woche nämlich 24 Tonnen Leitplanken geladen. Und mit Stapler wäre ich halt deutlich zu schwer gewesen. Deswegen sollte ich den dort übers Wochenende deponieren. Bin dann nach Brandenburg, habe dann dort geladen. Und hatte es dann glücklicherweise den Donnerstag noch bis nach Krimmetschau geschafft und konnte dann am Hof ganz bequem Pause machen. Und den Freitag früh bin ich dann um 7 aufgestanden, ab zur A72. Da bin ich erstmal Richtung Süden gefahren, habe dann auf der Autobahn oder nicht auf der Autobahn gedreht, sondern bin einmal abgefahren, dann wieder in nördliche Richtung aufgefahren, fahrt Richtung Chemnitz. Und dann haben die halt zu mir gemeint, fährst einfach gerade in die Baustelle rein. Also die Spuren wurden dann nach links rüber auf die Gegenfahrtrichtung umgeleitet und ich bin halt gerade durchgefahren und habe dann dort auf der Autobahn die Leitplanken entladen. Als ich das dann nach einer guten Stunde ungefähr geschafft hatte, musste ich dann nur noch bis zum Hof und mit Waschen, Tanken und Ausräumen bin ich dann, glaube ich, so gegen um 11 Uhr rum dann heimgefahren. Ja, und das war mir auch ganz recht, so früh Schluss zu haben, weil ich ohnehin noch an dem Tag einkaufen musste, weil ich am Samstag tatsächlich beim Fußballspiel war. Ja, ja. Mit dem guten Ronny, der, glaube ich, schon 2-3 Mal hier in einem Video einen Auftritt hatte. Wobei das letzte Mal schon wieder eine ganze Weile her ist. Weil der hat mich nämlich eingeladen, weil sein Verein Eintracht Frankfurt in Berlin gespielt hat. Und da war ich erst nicht so angetan, weil ich eigentlich überhaupt kein Fußballfan bin. Also ich habe da auch keinen Lieblingsverein oder so. Ich zocke zwar auch ab und zu mal so FIFA auf dem PC. Aber
das ist halt auch eher so ein bisschen Zeitvertreib. Wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Lieblingsverein und deswegen war ich erst ein bisschen skeptisch, aber letzten Endes habe ich es gar nicht bereut. Das war richtig geil. Gerade weil wir, ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber ich denke mal, es war eher Zufall, wir waren genau in dem Block drin, wo halt auch die ganzen Frankfurt Ultras und Hooligans und so mit dabei waren und die machen ja richtig Stimmung. Und wir hatten ja eigentlich Sitzkarten oder Sitzplätze. Und ich dachte sowieso, ja, am Anfang, ne, wenn die Mannschaft so reinläuft, da steht man halt irgendwie und klatscht erstmal und jubelt die so ein bisschen. Und dass wir uns da wieder hinsetzen, wir haben die ganze Zeit gestanden, aber das war auch scheißegal, das hat sich halt so ergeben. Und da war eine Stimmung in dem Block, das war unglaublich. Und rechts und links saßen halt so die ganzen normalen Fans, ne, die haben halt da gesessen und das Spiel zugeguckt. Und wir haben da Vollgas gegeben und ich habe die ganzen Lieder das erste Mal gehört und habe da einfach mitgegrölt. Das war wirklich, das war richtig geil. Gerade wo die ganzen Fahnen ausgepackt haben, die hatten da riesige Eintracht-Fahnen. Ey, das ist unglaublich. Also das hat richtig Spaß gemacht, da habe ich auch zu Ronny gesagt, so einen Trip können wir gerne mal wieder machen. Ja, und dafür, dass ich halt dann den Freitag frühzeitig schon am Hof war und fertig war, bin ich dann eben auch diese Woche mal deutlich früher gestartet. Ist immer ganz geil, wenn sich das so ergibt, ist natürlich auch nicht die Regel. Es kann ja manchmal sein, dass man spät nach Hause kommt und dann wiederum sehr früh anfangen muss. Aber wenn das sich so ergibt, dass, ne, entweder man fängt früh in der Woche an, kommt aber spät am Freitag heim oder umgedreht, dann finde ich, ist es immer relativ fair, wenn man das so einplanen kann. Ja, und dann bin ich jetzt, wie gesagt, heute um 1 Uhr rum los nach Bettweiter und habe dann vor uns vor ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde noch den Stapel abgeholt und bin jetzt soweit bereit für die Tour. Ist auch eigentlich nur ein Kunde dabei, der einen Stapler braucht. Das ist eine Baustelle in Lübeck und die ist dann morgen als erster Kunde geplant. Also heute stehen 3 da, 2-mal Schwerin und 1-mal in Rena. Dann fahre ich noch bis Lübeck und dann mache ich auf der Autobahn Pause. Rufe aber heute noch die Baustelle an, dass sie wissen, dass ich morgen so gegen um 8 Uhr rum dann da sein möchte. Und dann erstreckt sich der Rest dann morgen bis nach Fehmarn.
Tours geschafft. Und auch der kurze Besuch auf der Insel Fehmarn hat gleich ein Ende. Dann geht es zurück aufs Festland. Und zwar nach Hamburg. Und dort soll ich nachher noch Leistungsfutter laden. Ja, dann hat das eigentlich soweit alles ganz gut funktioniert. Gestern hatte ich dann noch einen Kunden mehr gemacht, als ich eigentlich vorhatte. Aber das hatte sich dann wieder günstigerweise so ergeben. Habe halt angerufen, einfach mal nachgefragt, ob da noch jemand vor Ort ist. Und wenn halt niemand da gewesen wäre, hätte ich dann schon sozusagen für jetzt früh den Zeitpunkt vereinbart, wann wir uns da treffen auf der Baustelle. Aber die waren noch da. Die kamen auch sofort rausgelaufen, als ich dann dort stand. Und ja, dann war dort aber auch wenig Platz in dem Wohngebiet in Lübeck. Und da haben wir es dann so gemacht, ich habe mich da in die Seitenstraße reingestellt. Das war so eine Sackgasse und da war nochmal so eine Seiteneinfahrt in die Baustelle. Und da haben wir auch noch mit den anderen Leuten dort so ein bisschen vereinbart gehabt, weil da ist noch einer mit dem Bagger, mit dem Radlader rumgefahren und sowas, dass ich mal eben so für 20 Minuten die Straße dicht mache, weil ich da eben abladen muss. Weil sonst haben wir da nicht wirklich eine Möglichkeit gesehen, das irgendwie besser hinzubekommen. Und da haben wir dann eben auch mal ganz kurz die Anwohner von ihrem Zuhause so ein bisschen abgebunden. Ja, da war ich dann doch ganz froh, dass es gestern noch so weit geklappt hatte. Weil wenn ich mir vorstelle, das heute früh um 7, um 8 Uhr rum zu machen, wenn alle zur Arbeit sind und allgemein gerade so losmachen, das ist immer nicht so gut. Ja, die haben gestern aber auch noch ganz gut mitgeholfen und mir wofür auch immer Trinkgeld gegeben. Da war ich auch sehr überrascht. Aber ich nehme das dann immer dankend an. Aber das hatte wirklich ganz gut funktioniert. Die waren richtig nett, die waren noch gut drauf und so. Also das war wirklich mal eine der wenigen richtig tadellosen Baustellen. Ne, wenn du anrufst, geht jemand ran, die stehen sofort parat, wenn du da stehst. Die haben ein bisschen Ahnung, die denken auch mit. Die haben auch dann beim rückwärts reinschieben in die Seitenstraße noch mit abgesperrt und so. Das ist auch sehr, sehr selten, dass dir da irgendjemand mithilft oder sich da für dich als Fahrer verantwortlich fühlt, beziehungsweise für die Ware, die halt bekommen. Aber bei den Jungs hat das wirklich alles gestimmt. Ja, dann habe ich gestern, weiß gar nicht, so gegen 14 Uhr dann Schluss gemacht auf dem Autobahnparkplatz. Pause bis heute früh um 7. Ja, und dann habe ich jetzt noch so die letzten Kunden runtergekloppt. Wobei vor uns einer dabei war, das fand ich auch sehr, sehr lustig. Der hatte mich mit den Worten verabschiedet: Mach's gut und ein schönes Wochenende. Und ich, ne, halt so aus dem Affekt heraus, ja, wünsche ich dir auch. Gehe aus der Tür raus und denke mir so, warte mal, welcher Tag ist denn heute? Heute ist der erste Dienstag, warum wünschen der mir ein gutes Wochenende? Und dann habe ich mir auch wiederum gedacht, normalerweise hat der Kerl doch recht. Man kann sich doch normalerweise auch wirklich nicht früh genug aufs Wochenende einstimmen. Also ich freue mich jetzt schon auf den Freitag. In Hamburg angekommen, konnte ich dann vor uns auch sofort laden. Also da war mal überhaupt kein Betrieb. Ich war auch soweit der Einzige an den Rampen. Ja, und dort liegt es dann an einem selbst, die Paletten aufzuladen. Also die fahren die bloß mit dem Stapler bis zur Rampe und den Weg bis auf den Auflieger, den muss man selber so ein bisschen bestreiten. Und da hat immer mal diese eine Ameise gestreikt, die wollte dann nicht die Palette absetzen. Und wenn so eine Ameise streikt, dann bekommt man die Palette auch unter normalen Umständen nicht mehr runter, es sei denn, man würde die kaputt schlagen. Ja, dann haben wir uns halt überlegt, was machen wir jetzt? Und naja, meine Idee war halt gewesen, dann gibst du mir halt eine andere Palette. Und da meinte der Staplerfahrer bloß, würde ich sehr gerne machen. Geht aber nicht, weil das Futter ist in dem Fall jetzt einmalig. Ich habe davon nichts mehr auf Vorrat. Also müssen wir es irgendwie hinbekommen. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen verschiedene Knöpfe gedrückt und Teufel komm raus, versucht das Ding da runter zu bekommen und irgendwann hat es dann doch wieder funktioniert. Dann kam irgendwann unter Mechaniker an und hat sich das Teil mal angeschaut. Ja, und derweil habe ich dann mit einer anderen Ameise weitergearbeitet. Das hat dann auch wunderbar funktioniert. Ja, und jetzt habe ich 25 Paletten, sowohl Säcke als auch Big Bags hinten drauf, für 5 verschiedene Kunden. Und da geht es dann morgen um 9 Uhr beim ersten Tierfuttermarkt los.
Dann sind noch einige Bauernhöfe dabei. Ja, und heute schaue ich mal noch so weit, dass ich, naja, so bis Gentin, also bis hinter Gentin eigentlich komme. Und dass ich morgen früh da noch so 10, 20 Minuten bis zum ersten Kunden habe. Dann dürfte dann heute so, naja, so ungefähr gegen 21 Uhr irgendwann Schluss sein. Und dann habe ich heute wieder genug gemacht. Und das Schöne ist auch immer, wenn man dort lädt, du machst einmal die Hallentür auf und sofort kommt dir dieser strenge, dieser markante Duft von diesem Futter entgegen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ekelhaft ist, aber es riecht doch sehr, sehr streng. Und das hat mich dann sofort an letzte Woche Freitag erinnert, wo ich auf dem Hof einen LKW ausgeräumt habe. Da kam eben auch gerade einer an und hat halt auf dem Hof die Paletten abgeladen. Da stand dann noch ein anderer Fahrer mit dabei und hat dann gesagt, na Mensch, so dreckig wie die Paletten sind, da bist du doch bestimmt Leistungsfutter gefahren, oder? Das hat er nur bejaht und auch gesagt, naja, man riecht es doch eigentlich auch. Genau so ist es. Und ich werde auf jeden Fall dann morgen, wenn ich dann mal alle Tauschpaletten zusammen habe, das Ganze mal filmen. Also es würde mich wundern, wenn die morgen sauber sind, weil in der Regel ziehst du die halt aus irgendeinem Schuppen raus. Und die liegen dann auch halt unter einem Haufen, ja, alten Futter, was da irgendwie so rumgestreut ist. Und so ein bisschen Getreide ist meistens auch dabei, ein bisschen Stroh, Dreck, anderer Schmutz, ein paar Spinnenweben. Also sauber sind die in der Regel nicht. Und meistens haben die dann eben auch diesen strengen Duft irgendwann angenommen. Also das murchte dann immer ordentlich. Also ich will da nicht derjenige sein, der den Auflieger sozusagen nach mir dann beladen muss. gerade wenn du an der Rampe stehst, abgesattelt, dann ist noch schön die Sonne, die drauf knallt, ne, bei 40 Grad. Alter Falter, da gehst du schön unter der Plane kaputt. Also das wird für denjenigen, der den Winter belädt, das wird ein richtiges Fest. Weil ich gehe mal davon aus, zumindest hat es Matthias schon gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich dann morgen, wenn ich leer bin, wieder nach mit weiterfahre. Apropos, ich habe jetzt für die nächsten zwei Wochen nicht André als Disponenten, sondern der ist im Urlaub. Und deswegen macht mal wieder Matthias Vertretung. Das hatte ich auch übers Wochenende wieder vergessen und war vor uns kurzzeitig irritiert bei der Nummer, die ich gewählt habe. Oder Nummer, die mich dann zurückgerufen hat und dachte mir, ach, da war ja was.
alle Kunden sind runter, eben den letzten abgeladen. Jetzt kann ich schon mal die Paletten so ein bisschen zeigen. Ah, die sind schön sauber. Gibt überall noch das Zeug dran. Besonders schön finde ich hier hinten die eine. Ist ja mein persönlicher Favorit, wo richtig die Spinnweben unten drin sind. Und nicht nur ein paar, sondern gleich eine ganze Menge. Ja. So, jetzt fahre ich noch nach mit weiter. Da kommen dann die Paletten wieder runter und dann bekomme ich eine Tour für Berlin. Und da sind dann für die nächsten Tage auch nochmal einige Baustellen dabei. Das wird also eine ganze Menge Arbeit. Zum Donnerstagmorgen bin ich jetzt hier an der ersten Baustelle. Mein Stapler steht auch da drüben, wie man sehen kann. Da ist auch noch die Palette drauf, die der Kunde gleich bekommt. Allerdings ist der noch nicht da. Der hatte schon gemeint, der hat um 8 Uhr rum noch einen Termin und kommt dann erst hierher gefahren. Also weiß ich nicht, ob das jetzt in den nächsten 10 Minuten hier noch klappt. Auf jeden Fall, soweit habe ich schon alles abgeladen, praktisch. Und habe inzwischen auch schon wieder, sieht man hier, die Plane zugemacht. Einfach, damit ich nachher bloß die Palette absetzen muss. Stapler dran und dann geht es weiter zum nächsten. Und der nächste ist dann schon wieder, sieht man hier, gute 20 Minuten entfernt. Und dann schaffe ich heute hoffentlich zügig alle 8 Kunden in Berlin, wovon 6 Stück Baustellen sind. Also jetzt zum Ende der Woche ist es nochmal ein ganz guter Plan, zumal dann für morgen, für einen Freitag, dann nochmal 4 weitere Kunden anstehen. Also insgesamt sind es dann 12. Und je mehr ich heute schaffe, desto besser. Und da ist eben auch mein Ziel, hier in Berlin soweit alles abzuhaken. Und letzte Woche war ich schon mal bei der Baustelle hier. Allerdings stand ich dann, das war, wenn du hier vorne rechts abbiegst, stand ich da an der Straße drin. Hab dann dort abgeladen und bin dann von da hinten hier so rumgefahren. Weil hier der Durchfahrtsweg durch die Baustelle, der war halt gesperrt mit anderen Fahrzeugen. Das Ende vom Video ist diesmal ein bisschen anders. Ich habe mich nämlich wieder erkältet und gerade der Freitag war so ein Tag, wo ich wirklich, ich wollte bloß noch heim. Also ich hatte da auch wirklich auf nichts weiter eine Lust. Deswegen habe ich mir gedacht, du filmst einfach so ein bisschen die Strecke von der Radentstelle in Brandenburg Richtung Süden. Und deswegen könnt ihr euch jetzt noch so ein bisschen am Ende brandenburgische Landstraßen und Felder angucken und ein bisschen Wald. Ja, und dass ich da dann einfach jetzt am Wochenende nochmal drüber spreche, in der Hoffnung, dass die Stimme ein bisschen besser geworden ist, was nicht so wirklich der Fall ist, aber es sollte gehen. Ja, am Donnerstag habe ich auch nicht großartig gefilmt, auch bloß noch ein bisschen die Fahrstrecke dann in Berlin. Also ich bin auch wirklich einmal komplett quer durch die Stadt. So, und die ersten 3 Kunden, die ersten 3 Baustellen liefen richtig beschissen. Ich habe ewig warten müssen, bei der zweiten musste ich ewig rumsuchen, bis da irgendjemand mal gefunden wurde, der da
Ahnung hat, was er bekommt, weil das halt eine große Baustelle war mit richtig mit Bauleitung und da wuseln sie alle durcheinander. Da musste ich noch einmal umparken. Ja, das hatte wirklich gut Zeit gekostet. Und dann nach dem dritten Kunden lief es langsam. Ach so, und sozusagen mein persönlicher Favorit war. ich hatte auch eine Baustelle dabei, das war die Botschaft der Republik Tschad. Und jetzt müsste ich noch mal kurz dazu sagen, ich hatte schon mal in Berlin einen Kunden beliefert und der war genau gegenüber von der chinesischen Botschaft. So, und da habe ich vor der chinesischen Botschaft mal kurz gehalten, weil ich kurz gucken musste, wo ich mich hinstellen kann. Und da habe ich bloß vielleicht 2 Minuten gehalten, da kam schon eine Bulle an und hat gesagt, ja, Sie können ja nicht parken, Sie stehen direkt vor der Botschaft, das ist nicht erlaubt. Da habe ich schon gesagt, ja, ich muss aber kurz gucken, wo ich mich hinstelle. Und naja, da müssen Sie sich aber jetzt beeilen, weil das geht gar nicht. So, und deswegen hatte ich halt gedacht, naja, wenn du jetzt so eine Botschaft belieferst, gibt es ja sicherlich auch Sicherheitsmaßnahmen oder Vorkehrungen, die da getroffen werden. Ne? Und jedenfalls rufe ich den Kunden an und sage so, ja, ich habe ja die und die Lieferung. Ach so, ja, alles klar, Tor ist offen, komm reingelaufen. Ich sage, was? Ja, die sind hinten, los einfach rein. Das sind die Bauarbeiter. Alles klar, und dann bin ich da hingefahren, bin da durchs Tor spaziert und da haben die hinten gearbeitet, habe ich mich kurz angemeldet, da haben die nur das Tor aufgemacht. Habe ich da die Palette abgeladen und bin wieder abgedampft. Weißt du, das war da so, weiß ich nicht, wie so ein normaler Hausbesuch halt. Das fand ich persönlich richtig geil. Ja, und da muss ich aber sagen, dort der Kunde, der war am unkompliziertesten. Da konnte ich mein LKW in so eine Parklücke reinstellen, weil die Botschaft selber liegt in so einem, ja, in einem Wohngebiet etwas weiter, sag ich mal, entfernt vom Zentrum. Da sind die Leute auch ein bisschen entspannter. Das merkt man auch, wenn man wirklich richtig diese Innenstadt hat, wo viele Leute wohnen, da sind die ganz anders drauf, als wenn du halt in diese fast schon kleinstadtartigen Stadtteile wechselst. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Ja, da konnte ich da abladen, Tschablo dran gemacht und bin abgedampft. Das ging wirklich rucki-zucki. Also das war wirklich fantastisch. Ja, und dann hatte ich halt 8 Kunden geschafft in Berlin. Glücklicherweise. Das war ja mein Tagesziel gewesen. So, und dann war ich noch ein bisschen gierig geworden, ne, wie ich immer sage. Und hatte halt ohnehin auch schon Sorgen wegen dem Freitag, weil für den Freitag waren eben noch 4 Kunden geplant. Und das ist immer ein relativ straffes Programm, zumal ich dazu sagen muss, der letzte Kunde war zumindest so geplant zwischen 13 und 15 Uhr. So, und der war nordöstlich von Magdeburg. So, und ich, der jetzt schon ein bisschen Erfahrung hat, weiß, dass man da noch einige Zeit braucht, bis man aber auch wieder am Hof ist. Ne? Ich muss ja noch laden oder was auch immer und dann muss ich ja noch zurückfahren. So, gerade auch am Freitag, je länger das dauert, desto geringer sind die Chancen, dass das alles wirklich wunderbar klappt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also du hast am Freitag definitiv bei den meisten Kunden nicht so viel Zeit wie an allen anderen Wochentagen. So, und da dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt die eine Baustelle in Nauen noch abhaken kann, die auch von allen, sage ich mal so, zumindest von der Ortslage her am beschissensten ist, dann wäre das eine gute Sache. Da habe ich ihn halt angerufen und nachgefragt, wie es aussieht. Ich wäre noch dreiviertel Stunde da, ob da jemand vor Ort ist, ob ich heute noch abladen kann. Na, und er wusste halt auch, das ist eigentlich für morgen geplant, für den Freitag geplant. Da hat er kurz mit seinen Leuten vor Ort rumtelefoniert und hat mich danach zurückgerufen und gesagt, ja, ist kein Problem, können wir machen. Da ist mir erstmal ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Das war halt wirklich in der Altstadt. So, und die Altstadt ist so eng dort, dass du, ich sag mal, ich behaupte jetzt einfach mal, du könntest mit einem 40-Tonner da reinfahren. Die Straße wirkt auf jeden Fall breit genug. Allerdings nicht, also verwinkelte Gassen und so. Und du hast aber definitiv nicht genug Platz, um dein LKW zu entladen, ohne halt die Straße komplett dicht zu machen. Oder um ein bisschen halt umparken zu müssen. So, dich ein bisschen anders zu stellen für jede einzelne Palette. Also, es ist da wirklich besser, man bleibt vor diesem, sag ich mal, vor diesem Altstadtring einfach stehen, weil da ist richtig so eine Straße, die geht wie im Ring, einmal komplett um diese Altstadt rum. Deswegen denke ich mal, das wird so richtig diese Mittelalterstadt noch sein. So. Und jedenfalls hatte ich dann Glück, konnte mir dann auf glaube, das war der Berliner Straße, da habe ich so eine Parklücke gefunden, habe ich mal so halb reingestellt und habe dann dort an der Straße entladen. So, und fahre die erste Palette eben rein und das ist alles Kopfsteinpflaster und da geht es halt, wie gesagt, in die verwinkelten Gassen rein. Setzt du die erste Palette ab und will zurückfahren. So, und
denselben Weg, wie ich gekommen bin. Und irgendwie war ich so ein bisschen irritiert und denke mir so, hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist das ja nicht eine Einbahnstraße? Bevor die Autos so geparkt, die waren alle in eine Richtung geparkt. Die Straße war auch nicht wirklich breit genug für zwei Fahrzeuge, die aneinander vorbeifahren. Also neben den geparkten Autos. Da bin ich zu so ein paar Alkis, die saßen auf einer Bank. Bin ich so und hab gefragt, Mensch, Jungs, wie sieht denn das aus? Ist das hier alles eine Einbahnstraße? Kann das sein? Und die so, ja, da musst du über die Post zurückfahren, wenn du wieder raus willst. So, da bin ich immer quer durch die Altstadt durchgefahren mit dem Stapler. Über das Kopfsteinpflaster. Ich hatte auch kein Handy mit. Manchmal habe ich auch ein Handy mit, um wirklich bei Google Maps nochmal nachzugucken. Ich hatte es ja schon, hatte ich es schon erwähnt. Ich habe nämlich schon mal sowas Ähnliches gemacht. Da musste ich auch nochmal komplett außen rum fahren. Allerdings kenne ich da die Stadt nicht mehr. Da war das genauso. Da hatte ich mal wirklich auf der Karte nochmal ausgesucht, wie ich überhaupt da jetzt schnellstmöglich wieder aus diesem Wirrwarr, was ich da wirklich Innenstadt nennt, wieder rauskomme. Da bin ich halt so grob erstmal lang gefahren. Zweite Palette geholt, wieder rein und da habe ich auch dann etwas kürzere Strecke gefunden. Ja. Und da war ich wirklich froh, dass ich den Kunden abgehakt habe. So, dann kommt ja noch dazu, dann bin ich ja noch von dort aus bis nach Großkreuz gefahren, habe dort Pause gemacht, weil der nächste Kunde war dann in Genthin. So, und jetzt, wenn ich jetzt überlege, der Kunde, den hätte ich am Montag, am Montag, wie komme ich denn auf Montag? Am Morgen, ne, Freitagmorgen, 8 Uhr abgeladen. So, dann brauchst du da mal locker eine halbe bis dreiviertel Stunde. So, dann musst du ja noch nach Genthin fahren. Das sind auch nochmal circa 1,5 Stunden gewesen. So, bis ich dann in Genthin anfangen kann. Ne? Und das, oh Gott, ey, das hätte den Freitag wirklich so verzögert. So, dann habe ich in Genthin noch abgeladen. Dann bin ich ab nach Magdeburg. Das waren dann nochmal zwei Kunden. Da musste ich den Stapel nicht selber benutzen, sondern das haben dann andere abgeladen. Magdeburg hat dann auch gleich mal den halben LKW bekommen. Also, ich habe in Berlin, habe ich vielleicht, das muss ich kurz überlegen, zwei Stapel entleert. Da war ja jeder Kunde bloß mit einer Palette. Das war ja wirklich das, was mich auch extrem geärgert hat. Ich bin da wirklich den Tag über durch die Stadt gehetzt, habe überall eine Palette abgeladen und dann ging es weiter. Deswegen war halt für den Freitag noch so viel übrig geblieben. Danach bin ich dann nach Premnitz gefahren und dort habe ich dann Polyesterfasern geladen. Schön 22 Tonnen hinten drauf geknallt. Ja, und das Verladen hatte dann so etwa bis 16:30 Uhr gedauert. Und dann standen ja noch die guten 4 Stunden Heimweg an. Ja, und dementsprechend war ich dann noch so gegen 20:30 Uhr erst am Hof. Und ich habe auch nicht mal getankt. Waschanlage war sowieso schon zu. Ich habe dann bloß den Stapler abgemacht, weil der wird jetzt am Wochenende nochmal ein bisschen repariert. Da haben die so ein paar kleine Macken angesammelt. Und den nehme ich dann am Montag wieder mit. Bin dann bloß auf den Platz gefahren, LKW abgestellt, schnell meine Sachen zusammengesucht und wollte einfach bloß heim, weil ich war an dem Tag wirklich, ich war fertig. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Also ich war die ganze Woche unterwegs, habe genug rumgehetzt und genug gemacht. Also das hat mir dann wirklich gereicht. Es kommt immer wieder mal so vor, dass man dann wirklich auch überhaupt keine Lust mehr hat, dass es einen dann so ein bisschen ankotzt. Und das, der Punkt war am Freitag definitiv erreicht. Ich bin da bloß hingefahren und habe dann noch an dem Abend überhaupt nichts mehr gemacht. Genau. Ja, und dann der Plan für nächste Woche sieht dann so aus, dass ich den Auflieger, der jetzt mit den Polyesterfasern beladen ist, dass ich den mit weiter abstelle. Den Stapler, den ich jetzt auch schon die anderen 2 Wochen mit hatte, den nehme ich mit. Werde dann immer weiter Auflieger wechseln. Da ist schon einer vorgeladen und gegurtet für Hamburg. Und da geht es dann am Montag weiter. Wobei ich aber schon weiß, dass ich da definitiv noch nichts filmen werde. Ich denke mal, das wird erst so Dienstag, Mittwoch anfangen. Weil ich immer merke, dass das mit der Stimme. Je weniger ich spreche, umso besser. Es ist wirklich so. Ja, genau. Ja, das war die Woche. Die war wirklich stressig und warm. Ja, sehr warm. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt in den nächsten Tagen wieder gesund werde. Und dass es dann wie gewohnt weitergeht. Ja, und dann bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.